Hallo zusammen, herzlich willkommen auf dem Drohnengrafer-Kanal. Mein Name ist Jörg und heute möchte ich mal mit euch so ein paar News besprechen bzw. mal ein paar Sachen durchgehen. Es gibt ja wieder einige Infos zur DJI Avatar 2 bzw. gibt es auch einige Neuigkeiten um ein eventuelles Drohnenverbot in Deutschland, was es damit auf sich hat. Das möchte ich natürlich auch mit euch besprechen. Und bevor denn dieses Drohnenflugverbot vielleicht auch ausgesprochen wird, möchte ich mit euch natürlich auch den zweiten Teilplan des längsten Drohnenfluges der Welt, den ersten Teil hier mit meiner Community, den haben wir gemeinsam schon absolviert. Das Video dazu, das kann ich euch hier oben gerne mal einblenden. Auf den Drohnenflug möchte ich dann aber auch noch mal ein bisschen näher mit drauf eingehen. Schauen wir uns aber erstmal die letzten Infos rund um unsere DJI Avatar 2 an. Die DJI Avatar 2, ja, die steht sozusagen schon in den Startlöchern. Ich hatte euch da auch schon mal ein Video drüber gemacht. Das kann ich euch hier oben auch gerne mal verlinken. Könnt ihr auch gerne mal mit reinschauen. Und jetzt sind auch schon neue Details zu unserer FPV-Drohne wieder ans Tageslicht gekommen. Jetzt wurde hier zum Beispiel ja die Verpackung der DJI Avatar bzw. auch des Controllers und auch der DJI Goggles wurde jetzt hier veröffentlicht. Jetzt kann man sich hier mal die Sachen so ein bisschen mit anschauen. Also ich denke mal, es wird dann auch gar nicht mehr so lange dauern, bis dann die DJI Avatar 2 die neue FPV-Drohne dann auch richtig abhebt. Wenn man jetzt hier zum Beispiel auch in der FCC-Datenbank nachschaut, dann kann man das hier sehen. Jetzt wurden hier auch schon die ersten Einträge für unsere DJI Avatar 2 bzw. auch für das Zubehör der Avatar 2 hier in der FCC-Datenbank schon mit gelistet. Wie man das jetzt aber auch hier sehen kann, wurden bereits natürlich auch wieder weitere neue Fotos und Grafiken und sogar auch schon ein Video von unserer DJI Avatar 2 bzw. hier von dieser DJI Goggles 3 auch schon veröffentlicht. Also der Igor Bogdanov, der Leaker, der da bei X, ehemals Twitter, da unterwegs ist und uns die ganzen Sachen präsentiert, der ist da recht fleißig. Und auch der Jasper Ellens, der uns da immer fleißig mit neuesten Informationen quasi auch versorgt bzw. versorgt hat, den möchten wir jetzt hier auch nicht vergessen. Also vielen Dank auch mal an die Leute, die uns da mit diesen ganzen Infos rund um die Drohnenwelt hier so ein bisschen mit versorgen. Und der nächste Punkt, den ich jetzt hier auch mal mit ansprechen möchte, ist jetzt der längste Drohnenflug der Welt. Bevor wir dann zu unserem Drohnenflugverbot kommen, möchte ich jetzt hier nochmal ganz kurz diesen längsten Drohnenflug der Welt mit ansprechen. Ich hatte da ja schon mal ein Video gemacht und da war die Beteiligung von der Community hier wirklich richtig groß. Also vielen Dank nochmal, dass ihr da alle mitgemacht habt. Da sind über 60 GB an Daten und Filmmaterial quasi zusammengekommen. Und ihr habt mir damals die Sachen ja über WeTransfer zugesendet. Vielen herzlichen Dank und es wird auch dieses Mal genauso laufen. Also ich werde dabei WeTransfer auch dementsprechend wieder so eine Seite einrichten bzw. das auch wieder aktivieren und veröffentlichen. Und dazu wird es dann auch im Community-Tipp die entsprechenden Infos geben, wenn ich dann soweit bin und mit euch diesen längsten Drohnenflug der Welt plane. Also jetzt im Frühjahr, denke ich mal, haben wir dann gute Möglichkeiten, dass wir dann auch schöne Aufnahmen mit unserer Drohne machen können. Und ihr könnt mir dann diese ganzen Sachen, wie gesagt, zusenden und ich werde daraus wieder ein Drohnenflug-Video basteln, das ein bisschen mit Musik unterlegen und die Videos ein bisschen anpassen oder ein bisschen bearbeiten, ein bisschen schneiden. Also ich muss mir das mal anschauen, was ihr da mir alles so zukommen lasst. Also das Video findet ihr hier oben. Das ist das letzte Video, was daraus entstanden ist. In der Playlist habe ich dann auch nochmal diesen ersten Aufruf mit integriert. Da könnt ihr euch das mal anschauen, wie das eigentlich damals bei dem ersten Drohnenflugvideo so ein bisschen abgelaufen ist, wie da der Fortgang ist, wie das dann alles funktionieren soll. Und so möchte ich das jetzt hier auch beim zweiten Teil für den längsten Drohnenflug der Welt machen. Da freue ich mich jetzt schon auf eure Teilnahme und natürlich auch auf eure Videos. Bitte vergesst nicht, bitte keine Aufnahmen einsenden, wo man jetzt hier über die Autobahn fliegt oder wo man jetzt hier durch Wohngebiete mit der Drohne drüber wegfliegt oder sonst irgendwelche Sachen. Also da bitte ich euch, nehmt da bitte auch ein bisschen Rücksicht drauf beziehungsweise achtet da auch auf die Drohnengesetze. Und die Gesetze, die werden ja auch für die Drohnenpiloten immer weiter verschärft, vor allen Dingen jetzt hier in Deutschland beziehungsweise in der EU. Also teilweise sagen mir auch die Leute, ja, das macht ja gar keinen Spaß mehr, dass ich mir hier so eine Drohne kaufe. Es ist ja eh überall verboten und teilweise liest man ja, es soll ja ein Drohnenflugverbot kommen. Und ich habe da vergangen jetzt auch mal was gelesen, beziehungsweise bin ich dann in der Facebook-Gruppe auch darauf aufmerksam geworden, auf einen Post. Und da hatte da jemand geschrieben, ja, soll jetzt hier wirklich
ein Drohnenflugverbot kommen. Ich habe mir gerade erst eine Drohne zugelegt. So ungefähr war das da beschrieben. Und da hatte dann unten drunter jemand geschrieben, naja, ganz so schlimm wird es jetzt wohl nicht werden. Es soll dann wohl mehr um diese Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland gehen. Dazu gab es dann auch einen entsprechenden Hinweis oder einen Artikel in der großen deutschsprachigen Zeitung. Und da wurde das ganze Thema auch mal so ein bisschen mit behandelt. Und da wurden eben Vorschläge gebracht, dass man aufgrund der jetzigen Entwicklung in unserer Welt mit Terroranschlägen, mit Kriegen oder Drohnenkriegen, was jetzt da ja auch teilweise ausgeführt wird, dass man dann eben ein entsprechendes Flugverbot zu dieser Europameisterschaft in Deutschland vielleicht verhängen sollte. Also das steht jetzt auch noch im Raum. Ich weiß nicht, wie weit das da jetzt auch fortgeschritten ist oder was da auch kommt, aber ich denke mal, durch Leute, die dann oft mal diese ganzen Drohnenregeln missachten, dann haben wir bald noch mehr Verbote. Ihr könnt mir gerne auch mal hier unten drunter in die Kommentarbox mit reinschreiben, wie ihr das finden würdet, wenn für die Zeit der Fußball-EM ja ein Drohnenflugverbot kommen würde. Die meisten von euch werden sagen, ja, das ist mir wurscht, ich sitze vorm Fernseher und schaue mir Fußball an, ich habe keine Zeit in der Zeit ja zum Drohnenfliegen, die können machen, was sie wollen, ich schaue Fußball, das ist mir auch ganz klar. Aber es gibt ja auch viele Leute, die sagen, ja Mensch, ich bin jetzt hier mit der Drohne gern unterwegs, Fußball interessiert mich jetzt nicht so und ich würde gerne auch die Zeit vielleicht nutzen, um da ein paar schöne Aufnahmen zu machen oder vielleicht irgendwo ja von so einem Austragungsort irgendwo was aufzunehmen. Also könnt ihr mir gerne mal mit reinschreiben, wie ihr diese ganzen Sachen seht. Und für jeden Drohnenflug braucht man natürlich wieder eine passende Drohnenhaftpflichtversicherung. Mit dem Code DRGR3 findet ihr bei den Helden.de eine passende Drohnenhaftpflichtversicherung für eure Drohne und euren Kopter. Wenn ihr da noch eine Drohnenhaftpflichtversicherung und eine Drohnenkasko abschließt, dann könnt ihr euch noch einen ganzen Monatsbeitrag damit sparen. Beziehungsweise habe ich hier unten drunter auch noch weitere Infos und Links rund um das Thema Drohne und Drohnenzubehör mit für euch eingebunden. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Und ich freue mich auf eure Kommentare, eure Einsendungen zum längsten Drohnenflug der Welt, zum zweiten Teil. Entsprechende Infos, die gibt es dann natürlich auch im Community-Tab. Und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal auf dem Drohnengraffer-Kanal. Ciao, tschüss, euer Jörg.